aufgemuckt. Die Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien auf Radio Klassik Stephansdom. Eine Sendung von Marion Eigel. Die diesjährigen Gewinner des Kammersängerin Gabriele Siemer Gesangsförderstipendiums stehen im Mittelpunkt dieser Ausgabe von Aufgemuckt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der jährlich ausgetragene Wettbewerb für Studierende des Studiengangs Gesang und Oper ist der österreichischen Kammersängerin Gabriele Siemer gewidmet. Sie unterrichtete von 2003 bis 2015, bis ein Jahr vor ihrem Tod, Sologesang an der MUG. Die Förderung junger Sängerinnen und Sänger lag ihr besonders am Herzen. Ihr Sohn Sebastian Siemer hat das Stipendium ins Leben gerufen und hat auch den Juryvorsitz inne. In diesem Jahr bildeten Georg Leskowich, Uta Schwabe und Linda Watson, alle drei lehren an der MUG, Anita Götz-Neumann von der Volksoper Wien und selbst Absolventin der MUG, Theresa Leopold von der MDW und Caroline Wilpütz vom Theater an der Wien die Jury. Über den ersten Preis, ein Stipendium über 500 Euro pro Monat, darf sich in diesem Studienjahr der französische Tenor Adrien Autard freuen. Der zweite Preis, ein Stipendium in der Höhe von 300 Euro pro Monat, geht an die österreichische Sopranistin Martina Neubauer. Adrien Autard und Martina Neubauer sind zu hören im heutigen Aufgemuckt. Zunächst der französische Tenor Adrien Autard. Also ich wohne in Wien seit ein bisschen mehr als 4 Jahren jetzt. Es ist mein letztes Semester in der MUG, also in die MUG. Und ich wohne in Wien seit mehr als 4 Jahren, wie gesagt. Und ich habe angefangen direkt in die Uni. Also ich bin direkt von Frankreich nach Österreich gekommen, ja. Wo haben Sie vorher studiert? Wo kommen Sie genau her aus Frankreich? Also ich komme aus Südfrankreich. Meine Eltern wohnen in Avignon, also sehr bekannt Stadt. Und ich habe dort studiert, auch im Kinderchor gesungen. Dann bin ich nach Marseille. Ich habe dort 3 Jahre studiert, glaube ich, ja. 3 Jahre. Und ja, seitdem bin ich hier. In die MUG, ja. Und das ist Bachelor-Solo-Gesang? Ja, stimmt, ja. Werden Sie dann einen Master machen? Also, ich würde gerne einen Master, weil es ist immer gut, ein bisschen mehr zu studieren. Ich habe nur, 2 Jahre, es ist für mich gut, weil ich will auch anfangen mit Vorstellungen. Also, es ist immer eine Freude, in die Bühne zu singen, ja. Sie haben schon Erfahrung? Sie haben schon einiges gesungen. Ja, ich habe schon. Also ich habe mehr in Kirche zum Beispiel gesungen. Ich habe ein paar im Chor, in Staatsoper habe ich Parsifal gemacht vor 2 Jahren. Ich habe auch Lohengrin in Marseille gesungen, im Chor auch. Also solistisch momentan nicht so viel, ja. Und Ihre Lehrer? Bislang oder Professorinnen, bei wem haben Sie schon alle studiert? Ja, ich habe in Österreich beim Frau Linda Watson studiert. Also sie ist auch sehr bekannt in Wien, weil sie hat viel in Staatsoper gesungen, also überall. Aber ja, in Frankreich mit Isabelle Vernet, sie ist auch sehr bekannt in Frankreich für Oper, weil sie singt auch Wagner-Repertoire, sie hat gesungen auch Wagner. Und ja, ich habe nur mit Frauen studiert. Es ist komisch für einen Tenor oder ja. Und es hat geklappt. Einfach. Ja. Ich bilde mir aber ein, irgendwo stand Kammersänger Michael Schade. Ja. Ich habe einen Meisterkurs mit ihm gemacht. Also doch ein Mann. Doch ein Mann. Und ja. Ein Tenor. Aber es war ganz kurz, es war ein paar Stunden. Es war sehr interessant. Ich habe über Beethoven, ich habe Adelaide gesungen und es war viel, viel Spaß, ja.
mein liebes Sohnelein. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen quillt. Wollest mit Freuden und wollest mit Leiden mich nicht überschütten. Doch in der Mitte liegt holdes Bescheiden. Hugo Wolfs Gebet in einer Aufnahme, wie sie die Corona-Situation wiederholt hervorgebracht hat. Hier der Sänger, der französische Tenor Adrien Otard, dort die Pianistin Mandy Madrid-Sikisch. Der französische Tenor Adrien Otard absolviert gerade sein Bachelorstudium Sologesang bei Kammersängerin Linda Watson an der MUK, der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien. 2021 gewann er den Young Hopes Raymond Dufault Competition, hat zudem den Preis für die beste Interpretation französischen Repertoires gewonnen und vor kurzem wurde er mit dem ersten Preis beim Kammersängerin Gabriele Siemer Gesangsförderstipendium ausgezeichnet. Ich habe 2 Stück gesungen. Ich habe also Tamino Aie gesungen und ich habe auch Nuit d'Étoile von Debussy, also ein bisschen französisch, es ist auch gut. Ein bisschen. Wer, wenn nicht Sie? Ja, ja. Und Tamino, es ist nicht eine Rolle, dass ich kann schon jetzt singen, aber es war einfach für mich, also für mein Deutsch, für alles, es war sehr wichtig. Und ja, Mozart ist eines meiner liebsten, also Komponist. Dann, ja. Und mein Gefühl war sehr, also sehr gut. Ich habe nicht gedacht, es ist ein Stipendium, es gibt andere Leute, die singen und es gibt einen ersten Preis, zweiten Preis. Ich habe einfach gesungen und es war, ja, ein gutes Gefühl. Also es gibt eine Aufnahme vor Singen, mhm, ja, und dann eine zweite Runde live. Und es war auch ein bisschen Stress, weil man weiß, es war einfach, der Pianist ist einfach dort gekommen und er hat alles gespielt, weil mein anderer Pianist war nicht da er war nicht da für diese, er könnte nicht kommen, einfach. Und es war einfach, ich habe durchgesungen mit der Pianist und ja, direkt danach. Sie konnten auch gar nicht proben mit dem Pianisten für Sie. Und er war unglaublich. Er heißt Raphael, er ist auch in die MUK, nicht mehr, er ist Korrepetitor in Volksoper jetzt. Aha. Und ja, es war viel Spaß mit ihm zu singen und zu spielen, ja.
Aber Flexibilität, das kann man da auch gleich üben. Ja, das ist wichtig, weil es ist auch, wenn zum Beispiel, wenn ich habe eine Vorstellung und es ist, ich habe zum Beispiel 1 oder 2 Monate, das zu arbeiten, weil es ist immer letzter Moment. Ja. Es ist für junge Sänger, es ist so, man muss sofort. Und es ist ja eine gute Übung, glaube ich. Und es ist auch gut für Stress, weil man denkt nicht und einfach wir singen. Mhm. Und ja, ich denke, man muss einfach tun. Ja, 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 genau. Tun. Wenn Sie sagen, Sie haben den Tamino gemacht, Vorbilder? Wenn Sie an den Tamino denken, haben Sie da einen bestimmten Sänger vielleicht auch im Ohr? Ja, natürlich, wunderlich. Natürlich. es gibt auch Araiza, das ich. Also wunderlich, erste, aber ja, Araiza auch. Also diese zwei Sänger sind wichtig für mich. Ich habe Fritz Wunderlich hier in Wien kennenlernen. Mhm. Und ja, er ist ein toller Sänger für Lied, aber auch für Oper. Und es ist einfach ein toller Sänger. Fritz Wunderlich und Francisco Araiza, die großen Vorbilder für Tenor. Adrien Otard, der an der MUC studiert. Er macht gerade seinen Bachelor bei Kammersängerin Linda Watson und hat den ersten Preis gewonnen beim Kammersängerin Gabriele Siemer Gesangsförderstipendium. Was bedeutet nun dieser Preis? Das ist ein Stipendium? Das ist ein Stipendium. Also erster Preis ist 500 Euro pro Monat für ein Jahr. Und es hilft einfach so sehr, weil es ist weniger Stress dann. Ja. Weil auch in diesem Moment, also Konzerte kommen zurück ein bisschen, aber vorher war wirklich furchtbar. Es war ein Albtraum für alle Sänger, junge Sänger, aber auch andere. Und was wünschen Sie sich für Ihren weiteren Weg? Traum? Ja, mein Traum ist, Solist zu sein. Und mehr als das, ein Musiker. Also ich will einfach für die Musik leben. Und ja, weil es ist in meines Leben, es gibt meine Freundin, aber sonst meine ganze Welt ist Musik. Ich habe noch nie, also ich habe gearbeitet, manchmal auch, weil man braucht auch Geld. Aber ja, die Musik ist, was ich will. Lorsque au soleil couchant, les rivières sont roses, et qu'un tiède frisson court sur les champs de blé. Un conseil d'être heureux semble sortir des choses et monter vers le cœur troublé. Un conseil de goûter le charme d'être au monde. Jeune et que le soir est bon, car nous en allons comme s'en va cette onde. Nous ôtons.
Adrien Otard sang Bonsoir von Claude Debussy. Mandy Madrid Sikish am Klavier. Kommen wir nun zur zweiten Preisträgerin beim Kammersängerin Gabriele Simmer Gesangsförderstipendium, Martina Neubauer. Die Sopranistin begann 2018 ihr Sologesangsstudium an der MUK, der Musik- und Kunst-Privatuniversität der Stadt Wien, bei Uta Schwabe. Derzeit absolviert sie am Haus ihr Masterstudium. Vor dem Sommer habe ich meinen Bachelor-Sologesang an der MUK abgeschlossen und befinde mich jetzt mittlerweile im ersten Semester Master-Sologesang bei Frau Professor Uta Schwabe. Also ich stamme aus keiner Musikerfamilie, aber aus einer sehr musikliebenden Familie. Und während meiner Kindheit habe ich eigentlich immer schon gesungen. Immer schon am lautesten, am längsten und meistens auch am freudvollsten. Und mit ungefähr 13 Jahren ist diese Freude am Singen dann so stark gewachsen, dass meine Mutter gemeint hat, hey, wie wär's, probier doch mal Gesangsunterricht aus. Und so bin ich dann zu meiner damaligen Gesangslehrerin gekommen, sehr liebevoll, die mich dann darauf hingewiesen hat, hey, schau mal, da gibt's eine Oberstufe mit Gesangsschwerpunkt. Und zwar die Oberstufe der Wiener Sängerknaben. Man kennt die Sängerknaben ja für die Unterstufe, für die Tourneen, aber in der Oberstufe, die war relativ neu noch, sind auch Mädchen erlaubt. Und da hat man zweimal in der Woche Gesangsunterricht, ganz viel Chor und musische Fächer, die dann später mal alle für die Universität wichtig sind. Ja, und dort bin ich dann auch gewesen für 4 Jahre und muss wirklich dazu sagen, dass ich in diesen 4 Jahren absolut Feuer gefangen habe für die klassische Musik. Ich hatte da einen grandiosen Gesangslehrer, der früh erkannt hat, was in der Stimme eigentlich alles vorhanden ist, mir da auch jede extra Minute von der Pause gegeben hat zum Singen und mich dann eigentlich auch stimmlich auf die Aufnahmeprüfung für die Universität vorbereitet hat. Und nach der Oberstufenzeit war für mich dann auch, also während der Oberstufenzeit eigentlich schon, war ganz klar, ich möchte Sängerin werden, komme was wolle. Und ja, nach der Oberstufenzeit bin ich dann auch schon an der MUK gelandet. Die österreichische Sopranistin Martina Neubauer zu Gast im Aufgemuckt auf Radio Klassik Stephansdom. Hier ihr erster Musikwunsch. Also während meines Bachelors damals habe ich mich viel mit skandinavischen Komponisten beschäftigt, nordischen Komponisten und darunter auch Edvard Grieg. Und während dieser Zeit bin ich auf seine 6 Orchesterlieder gestoßen. Und seine Musik hat mich einfach unfassbar angesprochen auf eine Art und Weise, wie ich es so zuvor nicht erlebt habe. Und ich habe jetzt das 2. der 6 Lieder ausgewählt, weil es für mich persönlich so farbenreich ist. Es fühlt sich an, als würde in einem die Sonne aufgehen und als ob ein Pfeil mitten ins Herz trifft. Und deswegen habe ich das mitgebracht. Sittet hos din moders far.
Edward Grieg, die Nummer 2 aus den Orchesterliedern. Wir hörten Inga Dam Jensen und das Malmö Symphony Orchestra, geleitet von Bjarte Engeset. Aufgemuckt auf Radio Klassik Stephansdom, heute mit den Gewinnern des diesjährigen Kammersängerin Gabriele Siemer Gesangsförderstipendiums. Der zweite Preis ging an Martina Neubauer. Die österreichische Sopranistin absolviert derzeit an der MUG ihr Masterstudium bei Uta Schwabe. Also das Siemer-Stipendium zu bekommen, bedeutet auf der einen Seite natürlich, dass die gesamte Arbeit, die man in sich und seine Stimme täglich hineinsteckt, dass sich die auszahlt, dass das auch gut ankommt, was man als Künstler schafft. Und auf der anderen Seite ist es auch eine enorme zeitliche Entlastung. Also man muss als Student nicht 5 Nebenjobs machen, damit man sich über Wasser halten kann, wenn man dieses Stipendium erhält. Man kann sich auf die Dinge konzentrieren, die wirklich wichtig sind, wie Partienstudium oder auch mal einfach spontan für Konzerte einspringen. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt. Martina Neubauer, wir kommen an dieser Stelle gleich zum nächsten Musikwunsch von Ihnen. Ich hatte das große Glück, Anfang Juli zufällig zur selben Zeit in Paris zu sein, als die Bastille Faust von Gounod aufgeführt hat mit dem wundervollen Tenor Benjamin Bernheim in der Hauptrolle des Faust. Ich persönlich lerne jetzt gerade Marguerite aus Faust, deswegen hat sich das perfekt ergeben, da ein bisschen Live-Partienstudium zu betreiben. Und während der Vorstellung ist wieder etwas ganz Spannendes passiert. Ich saß ganz hinten in studentischer Manier auf den billigen Plätzen. Und Faust steht vor Marguerites Haus im Garten und singt seine Arie Salü. Und mich überkommt schlagartig mit dem ersten Ton der Sologeige wieder diese unfassbare Gänsehaut, diese Wärme, die ich jetzt sehr mit der Oper Faust verbinde. Und mich jedes Mal, wenn ich diese Arie von ihm höre, immer wieder zurückversetzt fühle. Salut, demeure chaste et pure.
Benjamin Bernheim und The Prague Philharmonia unter Emmanuel Viom mit Musik von Charles Gounod aus Faust Salut, demeure chaste et pure. Inspiration und Energiequelle für Martina Neubauer, ganz besondere Opernmomente. Ein besonderer Auftrittsmoment steht der Sopranistin unmittelbar bevor. Ja, jetzt ganz konkret und sehr vorherrschend ist vor allem die Freude auf Ende Oktober. Da habe ich die Ehre, Österreich beim Internationalen Lions Musikpreis für Gesang in Kroatien vertreten zu dürfen. Das ist ein Gesangswettbewerb, der vom Lions Verband ausgetragen wird. Und vergangenen April wurde dieser Wettbewerb auf nationaler Ebene ausgetragen in den verschiedenen Ländern Europas. Und die Sieger dieser nationalen Wettbewerbe dürfen jetzt kommenden Oktober im internationalen Wettbewerb in Kroatien antreten. Darauf freue ich mich schon sehr. Wir halten die Daumen und gratulieren zum Schluss dieser Sendung Adrien Autard und Martina Neubauer ganz herzlich zum Kammersängerin Gabriele Siemer Gesangsförderstipendium. Aufgemuckt. Die Musik- und Kunstprivatuniversität der Stadt Wien auf Radio Klassik Stephansdom. Eine Sendung von Marion Eigel.